Ja, willkommen auf meinem Kanal. Das ist der erste Teil meiner Urlaubsserie Mein Schiff 6. Das ist die Schwedentour ohne Balkan. Ich bin jetzt hier gerade auf dem Weg Richtung Kiel zum Parkhaus. Also ich mache jetzt hier gerade den ersten Stopp. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Ich bin jetzt hier auf dem Rastplatz vor Hamburg. Zuvor hatte ich bei meiner Heimatstadt gerade ein, was Pflicht ist, Corona-Test gemacht. Ein Gentest, der ist vorgeschrieben am Tag der Anreise. Einen Tag davor muss man auch nochmal einen Schnelltest machen. Das ist mehr oder weniger auf Vertrauensbasis. Ja, werde jetzt hier mal einen kleinen Kaffee trinken und ja, meinen nächsten Videos, die nächsten 8-9 Tage wird es denn nur um mein Schiff und die Erlebnisse, die ganzen Städte, Helsinki, Stockholm etc. darum denn gehen. Ja, ich werde jetzt hier gleich noch ein bisschen weiter berichten. Ne? Ja, dann viel Spaß. So, es ist fast geschafft. Eingecheckt durch die Sicherheitskontrollen, zuvor den Koffer abgegeben. So, gleich geht's aufs Schiff. Bisher absolut unproblematisch. Zeitfenster war zwischen 13 und 14 Uhr und wir haben es jetzt 13.23 Uhr, also es ging recht schnell. Naja, wir werden das Schiff noch öfters mal sehen, aber jetzt mal mit meinem Trampelkopf davor. Und abgeknickte Ohren von der Maske. Ich bin jetzt hier Deck 4 gerade reingekommen. Bin jetzt hier im Bereich der TUI Bar und der Rezeption. Werde auch gleich zur Musterstation gehen. Das ist ja vorgeschrieben, das ist Pflicht. Hier ist der Vorteil jetzt gegenüber AIDA. Diese Musterstationen, die sind immer, sag ich mal, sehr angenehm gestaltet. Also wir müssen uns einfach nur im Restaurant treffen. Da haben wir dann Zeit, zwischen 14 und 16 Uhr uns da einzufinden. Ich habe es vage in Erinnerung, dass bei AIDA ist das denn eine bestimmte Zeit für alle. Ja, alles doch ein bisschen anders. Hinten geht es zur Einkaufspassage Neuer Wall. Aber da werde ich nachher noch ein bisschen filmen. So, was erstmal ganz wichtig ist, eine kleine Stärkung. Ein Cappuccino. Endlich auf der Kabine angekommen, die jetzt auch freigegeben ist. Das ist die Balkonkabine. Die 13,5 Quadratmeter Standard-Balkonkabine. Waschen Sie sich bitte regelmäßig. Hier haben wir einmal das Badezimmer. Ich denke mal, viele von euch kennen das. Nutzen Sie bitte zusätzlich die bereitgestellten Händedesinfektionsschutzmittel. So, das bin ich. Insbesondere vor Rückkehr an Bord, vor Betreten der Restaurants und nach Benutzen der Toilette. Verwenden Sie bei Speisen in den Buffet-Restaurants bitte immer das Vorlegebesteck. Vermeiden Sie beim Landgang den Verzehr von nicht gekochten Speisen. Trinken Sie Wasser bitte nur aus abgefüllten Flaschen und verzichten Sie auf Eiswürfel im Getränk. Hören Sie auf Ihren Körper. Bei ersten Anzeichen einer Krankheit wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Nee, im Augenblick haben wir noch keinen Durchfall. Die Verantwortlichen an Bord handeln nach einem festgelegten Präventionsplan. Ja, das ist jetzt hier die Aussicht von meiner Balkonkabine. Wir sind immer noch im Kieler Hafen. Wir haben es jetzt ca. 16 Uhr und wir werden
ungefähr gegen 18 Uhr ablegen. Ja, das Schiff, also mein Schiff 6, wird immer noch beladen. Es kommen immer noch Passagiere. Wetter ist recht angenehm. Es ist nicht zu heiß, es ist nicht zu kalt. Es ist leicht windig. Ich hoffe, man hört jetzt nicht so das Windrauschen oder die, ich sag mal, Windgeräusche, weil ich habe jetzt gar nicht mein Mikro drauf. Ja, ich werde mich gleich ein bisschen an Bord umschauen und gegen 18 Uhr, wenn wir ablegen, werde ich auf Deck auch alles mal filmen. Ja, wie man sieht, hier kommen immer noch Passagiere. Hier vorne ist einer meiner Lieblingsbereiche.
2017 oder 18 bin ich auch schon mal mit der Mein Schiff 6 gefahren. Da war sie relativ neu. Und Himmel und Meer Lounge. Die fand ich immer sehr, sehr gemütlich. Das ist einmal das Steakhouse. Vor einigen Jahren auch mal da essen gewesen. Sehr, sehr schön. Sehr lecker. Ja, Bison, das sieht lecker aus. Lecker Sushi. Wir sind jetzt hier genau am Heck des Schiffes. Nach hinten raus sieht man die AIDA Bella. Eine von diesen normalen Standard-AIDAs. Jetzt bin ich gerade Deck 4. Atlantik, Mediterran. Das ist jetzt auch ein Bedienrestaurant. Jetzt bin ich einen Deck weiter runtergegangen. Und hier haben wir das Atlantic Classic. Der Bereich, wo ich reingekommen bin aufs Schiff. Hier immer noch Deck 4. Auch eine Bar. Einmal die TUI Bar. Und dann geht es da zu der anderen Einkaufspassage. Auch neuer Wall. Und hier die Möglichkeit, Ausflüge zu buchen. Immer noch Deck 4. Wieder der neue Wall. Alles noch zu. Meistens so üblich. Am ersten Tag noch eine Bar, Studio Bar. Viele, viele Markensachen hier. Also ich kenne es so aus der Vergangenheit, also von den Preisen her geht es hier eigentlich auf mein Schiff. Wenn man mal ein T-Shirt braucht oder ein Hemd, da kann man eigentlich gar nicht meckern.
Liebe Gäste, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit für eine wichtige Durchsage. Herr Zumfelde aus der Kabine 8102 bitte melden Sie sich umgehend an der Rezeption auf Deck Nummer 3. Herr Zumfelde aus Kabine 8102 bitte melden Sie sich umgehend an der Rezeption. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Kooperation. Hier im Atelier. Kann man sogenannte moderne Kunst erwerben, aber nicht gerade zum Schnäppchenpreis. 1900 Euro. Und so weiter. Ja, da oben sieht man noch mal das Casino. Wieder Richtung Theater. Hier war ich vorhin schon, aber ein Deck höher. Ja, hier mal kurz durch die Scheibe gefilmt. Das ist jetzt Deck 4 immer noch. Vorhin habe ich hier gefilmt, aber ein Deck höher. Oder gab es so Kurzinformationen, so eine kleine Veranstaltung für die Ausflüge, die jetzt hier die Tage stattfinden von Mein Schiff. Mein Name ist Simon Böttger und ich bin der Kapitän auf dieser Reise, einer wundervollen Reise durch die Ostsee. Also warum in die Ferne schweifen? Das ist unser Thema. Guten Abend, Bundes- und der gesamten Besatzung heiße ich Sie ganz herzlich willkommen und gibt es dann auch für die nächste Woche. Herzlich willkommen also auf Ihrem Schiff, der Mein Schiff ist. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise hier. Wir haben natürlich eine
der Kinderfolge. Ich habe gesagt,
so einen langen, anstrengenden Tag, Autofahrt und so weiter und auch der Check-in etc. muss ich sagen, dass ich doch ziemlich hungrig bin. Und ich denke mal, ich gleich mal zu Abendbrot essen werde. Ja. Wie man sieht, es ist sehr gut aufgefahren. Es gibt wirklich von allem etwas. Genau das richtige Armbrot. Also ich persönlich, ich muss sagen, also wenn ich das jetzt mal mit AIDA vergleiche, um dann zu den, ich sag jetzt mal Hauptzeiten, Mittag und Abendbrot, die sich da alle auf das Buffet stürzen, also das Problem habe ich hier bei meinem Schiff noch nie erfahren. Ich denke mal, das liegt auch daran, dass hier durchgehend geöffnet ist und ich sag mal, solche Schlangen sich eben gar nicht bilden. Plätze sind hier noch genug frei. Ja, das sind eben die Unterschiede. Ich sag mal, das ist irgendwo Geschmackssache. Der eine mag AIDA mehr, der andere mein Schiff. Ja, so ist es. Das gleich ganz gut. Hier ist der 25 Meter Pool. Bin ja hier vorhin schon einmal so durchgegangen. Einkaufsgalerie auf dem Wasser. Thank you.
Langer Tag heute, der erste Tag meiner Reiseserie Mein Schiff 6 Ostsee mit Helsinki. Wir sind jetzt hier am Ende von Teil 1 und ja, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, lasst gerne mal einen Kommentar da, würde ich mich drüber freuen. Ja, ich werde jetzt den Abend ausklinken lassen. Ich bin sehr durstig. Ich habe sehr wenig getrunken, viel Eis gegessen, hatte ein deftiges Abendbrot. Ja. Na gut, denn bis dann und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nochmal zum Abschluss für alle diejenigen, die noch nicht mit meinem Schiff gefahren sind. All inclusive, fast alles. Also ich kann nur sagen, es lohnt sich. Sollte jeder mal, wer möchte, austesten. Ja, ich werde jetzt einmal die Karte von oben bis unten durchbestellen. Okay, bis dann. Ciao.